Hallo, wieder bei Nerdfamilizin, wieder mit Markus Holm. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Und wer sich wundert, warum wir plötzlich hier in solchen tollen Räumlichkeiten residieren, weil wir beim Degina-Kongress hier in Leipzig sind und wir die tollen Räumlichkeiten von denen bekommen haben. Darüber freuen wir uns ganz besonders und wir würden uns noch viel mehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr auf ganz, ganz viele von euch treffen würden. Da geht es nach Bremen, wir auf den Degina-Kongress. Und das wird eine tolle Gelegenheit sein, sich gegenseitig auszutauschen. Aber es geht ja um Patienten. Und nun ist es in der Notaufnahme so, dass da manchmal Patienten mit Schädel-Hirntrauma hinkommen. Und dann fragt man sich häufig, hey, was kann man denn da so richtig machen? Was ist denn das Allererste? Und als Erstes kommt ja immer die Bildgebung, mache ich einen Schädelröntgen, oder? Das reicht doch. Oder wie siehst du das? Also Schädelröntgen ist schon, also ich glaube, das grenzt mittlerweile, wenn man nicht Mundkiefer-Gesichtschirurg ist und wissen möchte, wie der dritte Molar oben irgendwie steht, grenzt das eigentlich schon fast an Körperverletzung. Also Röntgenübersicht, also nur ganz kurz, wenn man was sieht, macht man sowieso ein CT. Wenn man nichts sieht, heißt es nicht, dass auch nichts passiert ist. Ne? Aber deswegen ganz schlechte Modalität, irgendwas zu machen. Wenn man was wissen möchte, da muss man halt überlegen, da muss man also in Anführungszeichen richtige Bilder machen. Mhm. Und dann, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Ja, zum einen natürlich von der Dringlichkeit, also wenn der Patient eine zweite Pupillen hat, dann stellt sich die Frage nach der Modalität, also ob CT oder MRT eigentlich gar nicht mehr, weil dann muss man ein CT machen. Dann, das ist zumindest an den Orten, die ich kenne, ist das auch dann so üblich. Und häufig ist auch das CT ja schon im Schockraum. Insofern, das ist dann eigentlich klar. Ne? Bei den Fragen, wo man dann teilweise diskutiert, sind dann zum Beispiel Kinder oder so 16-Jährige, wo man sagt, naja, die sind potenziell bei Bewusstsein, die sind neurologisch in irgendeiner Form zu beurteilen, aber weisen ein anderes Kriterium auf, von dem man dann sagen würde, die müssen dann trotzdem eine Bildgebung haben, um auszuschließen, dass nicht irgendwas dann doch passiert ist. Ja. Und dazu zählt, also zu diesen Kriterien für, das ist jetzt eng gefasst für CTs, aber das kann man natürlich jetzt auch ungefähr für MRTs, kann man das von der Indikationsstellung übernehmen, zählt Amnesie. Ja. Mhm. Neurologisches Defizit, logischerweise, erzählen äußere Verletzungen am Schädel, also ein richtiges Verletzungsmuster, dann ein adäquates Trauma, was heißt adäquat? Auch da kann man drüber diskutieren, aber wenn man als Kind mit 50 km/h vom Auto erfasst wird, dann wäre das für mich ein adäquates Trauma. Ja. Mhm. Und das ist für mich eigentlich ein Kriterium, was eigentlich fast alle anderen schlägt, immer im Zweifel. Also wenn ich Zweifel habe, wenn mir das alles nicht klar ist, dann sollte man sich gut überlegen, ob man kein Bild macht, weil dann weiß man letztlich nicht, was da gerade passiert und weiß dann auch sehr schwierig, nur wie man den Patienten dann weiter betreuen soll. Also mein Credo ist eigentlich, besser daran denken, dass man ein Bild macht, als dass man dann irgendwann Gefahr läuft, dass da Dinge passieren, wo man dann hinterher nur noch reagieren kann. Okay, das ist ja schon mal ein ganz klares Statement pro Bildgebung. Man muss, glaube ich, aufpassen, Markus, natürlich die ganzen Low-Risk-Patienten, die eigentlich kein relevantes Kopftrauma hatten, da gibt es ja auch Scores, um das zu bewerten, von denen sprechen wir ja jetzt nicht. Wir sprechen ja von den Leuten, die ein adäquates Trauma auch hatten. Ja. Nicht, dass ihr jedem Kind die Birne wegbrutzelt. Okay, und jetzt sehe ich, Mensch, der Patient, der hat auch ein relevantes Schädel-Hirntrauma und dann gehen mir ja direkt Dinge durch den Kopf. Ne? Wie lagere ich den Patienten, was schütte ich in den für Medikamente rein, wie stelle ich vielleicht die Beatmung um? Was sollte man da für ein Konzept verfolgen? Also als Erstes natürlich aus meiner Sicht als Neurochirurg, jetzt will ich jetzt nicht sagen, erst wieder neurologisch untersuchen, weil zum größten Teil fällt das weg. Ja? Mhm. Aber natürlich ist für die ganze Dynamik, die sich da entwickelt, ist schon irgendwie wichtig, hat er jetzt weite Pupillen, ist der schlechter geworden im Verlauf und vor allen Dingen, das ist manchmal nicht immer so ganz allen bewusst, wie war der Patient, als man initial am Ort eintraf. Und also aus einer Veränderung zu diesem Befund, und auch wenn man dann intubiert und beatmet, aber eine Veränderung zu diesem Befund, kann man dann schon verschiedene Notwendigkeiten einfach ableiten. Ja, wenn man jetzt sagt, er hat eine weite Pupille auf einer Seite, dann würde man sagen, gut, dann muss man jetzt relativ zügig muss man ein Bild haben. Mhm. Natürlich unter Beachtung dieser gesamten Schockraummanagements. Also dass man da jetzt auch nichts vergisst, weil da gibt es ja auch überall relativ klare Triagen für. Aber ein Bild, und wenn ich ein Bild habe, dann kann man eigentlich auch schon sofort kausal weiterdenken. Bis zum Bild, und es kann ja durchaus sein, dass nicht jedes Krankenhaus, was dann initial versorgt oder wo der Patient dann so auffällt, bis ich dann ein Bild habe oder auch wenn ich ein Bild habe und den Patienten dann vielleicht noch weiter transportieren muss. Und ich habe dann nicht nur den Verdacht, sondern ich weiß auch de facto, der hat Hirndruck, ja, der herniert potenziell.
dann gibt es ein paar Sachen, die man verhältnismäßig einfach machen kann. Was mittlerweile etwas kritischer diskutiert wird, gerade auch in den neuen Leitlinien, ist die bekannte Oberkörperhochlagerung. Da hat man ja über Jahre hat man gesagt, 30 Grad hoch ist, dann habe ich immer noch so scherzhaft gesagt, naja, also 35 oder 25 macht jetzt irgendwie nicht einen großen Unterschied, aber und darauf würde ich es auch gerne runterbrechen wollen. Also ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, dass man die venöse Drainage in irgendeiner Form verbessert. Man sollte aber da nicht jetzt alle anderen Pathologien irgendwie vergessen. Ja, also wenn man jetzt eine instabile Wirbelsäule hat, dann kann man relativ schlecht dann jetzt 30 Grad da plötzlich anlegen. Ja, das sollte man nicht machen. Ja, dann muss man überlegen, dass man vielleicht die ganze Achse irgendwie Kopf hochlagert. Also auch da gibt es dann Möglichkeiten, wie man das macht. Mhm. Prinzip dahinter, venösen Abfluss verbessern. Das Zweite, was man gerade machen sollte, wenn man den Verdacht hat, dass der Hirndruck hat oder es weiß, dass man Mannitol geben kann. Mannitol 20%ig. In der Praxis kann man einfach relativ sagen, ja, und ich liebe diese 1-2-2-Narkose, ja, kann man im Prinzip einfach sagen, also so ein Fläschchen, das sind meistens so 250 Milliliter, damit kommt man meistens hin. Ja, also das kann man auch geben. Also wenn jetzt jemand sagt, da muss ich aber eher Serum-Osmolalität messen und so weiter, das ist momentan nicht das Problem des Patienten. Ja, und wenn ich dann das Osmo dem Patienten gebe, dann schade ich ihm damit sicherlich weniger, als wenn ich jetzt erst noch Zeit verstreichen lasse. Ja. Mhm. Das wird über die Dauer, wird das dann schwieriger. Also für die Akutsituation auch ex juvantibus, zack, machen. Mhm. Manchmal kann man auch sagen, auch eine zweite Flasche hinterher, ja, weil das momentan nicht dann das Problem des Patienten sein wird. Ja, das hilft dann eher. Also da bin ich ein ganz klarer Verfechter auch vom Osmofundin. Ja. Okay, und wie stelle ich jetzt das Beatmungsgerät des Patienten ein? Was kann man da machen? Ja, auch das ist eine gute Frage, die man auch unglaublich gut, sehr kontrovers diskutieren kann. Auch da wird regelmäßig nach der Hyperventilation gefragt. Ne? Mhm, soll ich jetzt auch von Notärzten, die kommen, die brauchen irgendwie noch eine halbe Stunde, soll ich jetzt hyperventilieren? Und da kann man sicherlich sagen, eher nicht. Also wenn ich kurze Distanzen habe, was weiß ich, vom CT in den OP, wenn ich 5 Minuten, bevor ich jetzt in die Liegendaufnahme oder in den Schockraum reinfahre, wenn ich da jetzt sehe, oh, die Pupille wird weit, dann kann man das sicherlich mit der Hyperventilation versuchen, so ein bisschen zu kopieren. Aber das ist ein Effekt, der A, relativ zügig wieder weg ist, den man auch schlecht wiederholen kann und der auch also nicht den durchschlagenden Erfolg dann hat. Mhm. Ja. Vielmehr durch eine Vasokonstriktion habe ich dann potenziell sogar dann auch noch wieder hämodynamische Probleme im Intrazerebral. Insofern, das würde ich dann eher nicht machen. Okay, perfekt. Das sind echt tolle Aussagen. Jetzt habe ich dir was nicht verraten, und zwar, du hast einen Wunsch frei, und zwar, dass du den ganzen Notfallmedizinern, die jetzt zugucken, mal als Neurochirurg so richtig die Meinung sagen kannst. Du kannst denen jetzt mal sagen, Mensch, was läuft denn da aus deiner Sicht, und das ist ja für mich auch tatsächlich das extrem Relevante, wie siehst du das als Neurochirurg? Wo passieren da Fehler? Was könnten wir vielleicht besser machen? Und wo können wir dich vielleicht in einer späteren Versorgung dann auch unterstützen? Also ein Wunsch. Gut, dann sage ich Wunsch 1a und 1b. Also Wunsch 1a, oder vorweggeschickt, ich glaube, es läuft sehr, sehr viel, sehr gut. Also das muss man auch sagen. Und das sind, wenn irgendwas nicht so läuft, dann sind das ja häufig Ausnahmen. Aber also ein Faktor, der einfach die Neurochirurgie, den die Neurochirurgie so mitbringt, ist einfach die Zeit. Also Zeit ist unglaublich viel und es gibt halt die Aufteilung in das primäre Trauma und dann halt die, also den primären Schaden und den sekundären Schaden. Und am primären Schaden können wir nichts mehr ändern. Ja? Also das ist halt einfach so, ist halt gesetzt durch den Unfall oder durch das Ereignis. Aber am sekundären Schaden können wir was ändern. Und da können wir meistens am besten darauf Einfluss nehmen, wenn wir einfach Zeit haben. Also sprich, wenn wir noch Zeit haben und nicht schon Zeit hinter uns liegt. Ja? Mhm. Deswegen, also je mehr Zeit wir haben und je früher wir irgendwas machen können, desto optimaler ist das wahrscheinlich für die Patienten. Ja? Aber deswegen, dass man das im Hinterkopf, also man behält ja unglaublich viel im Hinterkopf, ja? Aber wenn man das auch im Hinterkopf behält, das also für das gesamte Neurogebiet, und man kann diesen Ausspruch, kannst du sagen, ich ertrage es nicht mehr. Time is brain. Ja, genau. Man kann es fast nicht mehr hören, aber das ist halt schon elementar. Ja, und Zeit ist da für uns wichtig, und deswegen erwähne ich es auch eigentlich ganz gerne immer wieder, dass es dann doch schon irgendwie wichtig ist.
Das zweite, also 1b, wäre dann, dass wir es hin und wieder, dass man es neurochirurgisch hin und wieder erlebt, dass es recht schwierig ist, Patienten, jetzt einmal auch im etwas höheren Alter mit Blutungen, die aber vital auch bedroht sind, dass man da jemanden findet, der die aufnimmt, der die dann also therapiert. Ja. Mhm. Und das auch als Notarzt natürlich erlebt, man lässt sich dann über die Leitstelle verbinden oder man fragt dann, wo können wir hinfahren. Ja. Und da ist nur einfach mein Plädoyer, der Patient leidet dann in dem Moment nicht darunter, dass es nirgendwo ein Intensivbett gibt. Der leidet auch nicht darunter, dass irgendwo im OP jemand arbeitet. Der Patient leidet dann darunter, wenn man eine halbe Stunde damit irgendwie genervt beschäftigt ist, rumzutelefonieren. Mhm. Ja. Und deswegen da von meiner Seite aus im Prinzip eine recht klare Diktio, dass wenn man in der Nähe einer neurochirurgischen Klinik ist, dass man dann auch die Möglichkeiten dann vor Ort nutzt und dann akut Lebensgefahr abwendet. Was dann mit dem Patienten passiert, ob der dann hinterher noch für eine Intensivtherapie woanders hinfällig wird, das kann man alles dann sehen. Aber im Zentrum unseres ganzen Handelns steht natürlich der Patient. Ja, und deswegen sollte man da relativ klar auch sagen können, nächste Einheit muss versorgen und das sollte eigentlich dann klappen. Und die gute Nachricht ist ja, ich glaube, das werden wir auch schaffen, weil wir einerseits immer besser vernetzt werden, auch durch neue Medien, aber auch, weil wir immer besser vernetzt werden durch Leute, die hier zuschauen. Und dadurch, dass du als Neurochirurg auch in Austausch da kommst, dass du ja selber in der Präklinik fährst, was ja eine super Sache ist, weil nur so kannst du auch praxisnah das Ganze miterleben und sehen, wo die Probleme sind. Und dadurch, dass man sich aneinander zuhört, dadurch funktioniert die Kommunikation besser und das wird auch unseren Patienten vermutlich outcome-relevant eine ganze Menge helfen, auch wenn es für viele andere Dinge nicht Evidenz gibt, dafür bestimmt, wenn man die Studie machen würde. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Markus, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast auch. Sehr gerne. Wir haben das, also für mich zumindest waren das nochmal ganz, ganz relevante Aspekte und vor allen Dingen kannst du das direkt aus der Praxis berichten und ich brauche das nicht irgendwo nachzulesen und das ist ganz, ganz relevant. Für alle, die Fragen haben an den Markus, die können sich einfach an uns wenden und wir packen die ganzen Fragen dann zusammen und schicken die in einem kleinen Paket zurück, hey. Damit der Markus dann, hat er von uns dann einen Wunsch zu erfüllen. Ja. Genau, also, oder zwei. Genau, oder 200.000. Also stellt ruhig Fragen. Markus, dir nochmal vielen Dank. Und das war's von Nerdfallmedizin hier aus Leipzig beim Digina-Kongress.